Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zu den Abendgedanken. Zum zweiten Versuch, gerade eben hat ein Telefon reingeklingelt. Jo, das passiert manchmal und lenkt einen dann ab. Fluch und Segen zugleich die Handys. Kriegen Sie auch diese nette Post? Werbeprospekte. Okay, die Wirtschaft muss weiterleben. Spannenderweise, was ich nicht verstehe, schauen Sie mal, das kennen Sie ja auch, sind diese Werbeprospekte eingepackt in eine Plastikhülle. Super, ne? Wir haben ja eh schon so wenig Plastikmüll, den wir verbreiten und wegwerfen. Also auch noch das Papier, das übrigens bei mir zu 90% ins Altpapier wandert, eingepackt in eine Plastikhülle. Dagegen kann ich jetzt leider wenig machen. Wenn ich so ab und zu mal in meinen gelben Sack reinschaue oder in meine gelbe Mülltonne, fällt mir allerdings auf, ganz schön viel Verpackung. Und ich bin froh, dass der ein oder andere Lebensmittelladen, Supermarkt, inzwischen dazu übergegangen ist, weniger Verpackung zu produzieren und zu machen. Es sind für mich immer wieder Fragen, warum muss ich Obst einschweißen? Schütze ich die Umwelt vor dem Obst oder das Obst von der Umwelt? Warum muss alles doppelt und dreifach verpackt sein? Scheiblettenkäse, Plastikhülle drumherum und jede Hülle einzeln. Ich habe mir zumindest jetzt vorgenommen, zukünftig ein bisschen mehr drauf zu achten. Ein bisschen mehr drauf zu achten, verpackungsärmer einzukaufen. Deshalb werde ich mir auch in den nächsten Tagen mal den Unverpacktladen in Niederolm anschauen, den es noch seit einiger Zeit gibt, und mal gucken, ob das für mich in Frage kommt. Bei Duschen habe ich mich schon umgestellt. Von der dem Duschzeug in den Plastikflaschen auf Duschbrocken. Die kann man im Internet bestellen. Ist fast wie die gute alte Seife, riecht nur etwas besser. Man kann sich da wunderbar damit einschäumen. Und es ist einfach nur in einem normalen Pappkarton verpackt. Sie sehen, es gibt schon Möglichkeiten, mit ein bisschen Fantasie zu versuchen, Verpackungsmüll zu vermeiden. Und ich muss Ihnen sagen, ohne die Moralkeule zu holen, als Christin, als Christ ist es eigentlich unser Job. Unser Job ist es, alles zu tun, dass diese Welt so gut ist und so erhalten bleibt, dass auch die Kinder und Kindeskinder, die wir einmal haben werden, gerne hier leben können und überhaupt hier leben können. Es macht mir ein bisschen Angst, wenn ich Bilder von Meeren sehe, wo Mengen von Plastikmüll rumschwimmen. Es macht mir Angst, wenn ich mir vorstelle, was wir alles an Müll, der sich Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht auflöst, den nächsten Generationen hinterlassen. Denken Sie mal drüber nach. Vielleicht eher Mehrweg statt Einweg, eher weniger verpackt statt dreifach verpackt. Jeder von uns kann anfangen. Sie und ich, wir können anfangen. Und wir können uns nicht rausreden, wir haben es nicht gewusst. Ich lade Sie ein, dass wir ein Vaterunser beten, dass dieser Globus, den Sie im Hintergrund sehen, ein grüner Planet bleibt und wird. Und damit meine ich keinesfalls eine politische Farbe. Ich meine, dass dieser Planet weiterhin lebens- und liebenswert bleibt und dass wir Menschen, jede Einzelne und jeder Einzelne, das Sein dazu beiträgt. Herzliche Einladung dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, bleibe an diesem Abend bei uns, bleibe in dieser Nacht bei uns, vor allem bei allen Kranken und Sterbenden. Und so segne sie und behüte sie der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Abend und wenn Sie mögen, bis morgen. Ciao.